Meine Freunde, der Anfang des Finales von The Witcher rückt immer näher, da bin ich mir jetzt sehr sicher. Willkommen zurück übrigens. Beim letzten Mal, wer es verpasst haben sollte, was ich nicht hoffen möchte, haben wir hier die Vorhut der Salamandra inklusive Mutanten ordentlich aufgeräumt und wir können gleich mit Triss den Schlitzsprung betreten. Allerdings noch ein, zwei kurze Anmerkungen. Ich habe noch weitere Tränke gebraut. Unter anderem nochmal Katze, Schwalbe und Waldkauz viermal. Ja, das dazu. Dann habe ich hier noch ein bisschen aufgeräumt. Und ich habe auch zwei Spezialtränke gebraut. Unter anderem Höllenhundseele und Golemherzmark. Und jetzt weiß ich auch, was der Kikimorenzorn bewirkt hat. Moment, wo ist es? Das hier hat der Kikimorenzorn bewirkt, meiner Meinung nach. Und das hier hat das Golemherzmark bewirkt, dass wir jetzt die Fähigkeit Mondaufgang haben, wenn der Mond aufgeht. Zeichenintensität 100% und die Hüllen und Seele waren einfach noch ein Silbertalent dazu. Wo habe ich das nochmal verbraucht? Genau, das habe ich hier reingepackt. Angreifen plus 20%. Und jetzt, genau, jetzt war es das. Sagt das Questlog noch was Neues? Oh. Ach, die müssen wir auch noch abgeben. Verdammte Scheiße. Das habe ich vergessen. Ups, ich sollte nicht fluchen. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir es anders. Dann schneide ich nochmal den Weg raus und gebe nochmal die zwei Verträge ab und beam mich dann wieder hier hin. Dann haben wir das auch weg. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder in der Feuerhölle und da ist Jan-Pierre. Ja? Ihr habt einen Aushang gemacht. Wegen der Vampirinnen? Habt ihr das Blut? Hier ist das Vampirblut. Ihr habt uns das Leben sehr erleichtert, Hexer. Hier ist euer Gold. 300 Orens nochmal. So, und dann kann ich den jetzt nämlich jo, wieder wegwerfen. Und dann schneide ich den Weg raus und dann sehen wir uns sofort bei Kalkstein wieder. Bis gleich. Und da sind wir jetzt auch wieder bei Kalkstein. Tja, so schnell geht das. Geralt? Ihr habt einen Aushang gemacht. Zwei. Welchen meint ihr denn? Gar keins. Zwei Portionen Speichel. Hat mein Lieblingshexer so etwas? Natürlich. Hier. Trefflich. Der große Plan ist einen Schritt näher gerückt. Eure Belohnung. Und nochmal 250 Orens. Jetzt bin ich aber gerade etwas verwirrt, muss ich sagen. Na, mach das weg. Warum redet er jetzt vom großen Plan? Davon hat doch auch Azayavet geredet, oder? Das ist jetzt etwas irgendwie doch beunruhigend. Geralt? Aber wir sind sein Lieblingshexer. Ist das nicht schön? Und ich habe nur 170 Folgen darauf hingearbeitet. Ach, schade, er kauft das nicht. Aber wisst ihr was, davon haben wir jetzt so viel und ich will mein Inventar jetzt mal ein bisschen leer machen hier. So. Weg damit. Äußerst hochwertig. Na, dann machen wir das halt weg. Ja, der wird dem Bombenfan jetzt wahrscheinlich das Herz brechen, aber pff, mir egal. So, und jetzt wisst ihr, was kommt. Der nächste Beam zurück zum Herrenhaus. Bis gleich. So, und da sind wir wieder dort, wo alles angefangen hat. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich musste auf dem Hin- und auf dem Rückweg nicht ein einziges Sumpfungeheuer töten. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Ich bin einfach super. So, und jetzt reden wir mit Triss und gehen los. Geralt? Der Stützpunkt. Das denke ich auch. Triss. Wollen wir los? Gehen wir. Ich muss Triss folgen. Das ist aber nicht so leicht, wenn ich schneller bin als sie. Ja, aber es ist halt einfach, ja, wenn man das mit Geralt, dem künftigen Ironman-Läufer, zu tun hat,
Ja, danke. Salamandra heraus. Wow, wow, wow. Wer bist du denn? Wer hat dir denn erlaubt aufzustehen? Wer ist das? Ein Rittermutant? Wow. Goliath, hä? Nee. Nicht so richtig Goliath. Sieht aus wie eine Mischung aus... sieht aus wie eine Mischung aus Bane und Batman. Friss mal ein bisschen Igni hier. Das tut dir gut. Also der ist ja unglaublich. Ich frage mich nur, welchen Sinn diese Eisenflügel hinten dran haben. Kann der fliegen? Weil ansonsten ist das ein bisschen nutzlos. Oder? Ich meine, das ist doch voll beschwerlich für ihn. Mann, der arme Junge. Es tut mir leid für euch. Ja, eben, genau. Es tut mir für euch auch leid. Mit den Flügeln. Die haben mich doch voll misshandelt. Oh, wir haben ihn geköpft. Na, so halb. Geralt, es gibt keinen Grund, hier zu bleiben. Was immer die Salamandra planen, ihr müsst in ihren Stützpunkt vordringen. Dann sollten wir gehen. Nein, ich bleibe hier. Meine Kraft ist noch nicht erschöpft, also lasse ich diese Mutanten ein wenig im Feuer braten. Es ist zu gefährlich, Triss. Seit wann brauche ich eure Zustimmung, um Ärger zu machen? Oder ihr meine? Triss. Ein andermal. Sie kommen. Geht. Ich hasse tränenreiche Abschiede. Auf bald, Triss. Mhm. Aha. Jetzt haben sie auch noch die Ungeheuer auf ihre Seite gezogen. Komm, was willst du denn? Gruppenkampfstil. Was soll das denn jetzt hier? Ich dachte, ich dringe in den Salamander-Stützpunkt vor, nicht in die nächste Ungeheuer-Vollversammlung. Ach, die verprügeln sich auch gegenseitig. Ach, das ist ja... Die hauen auf den maskierten Krieger ein und sie haben ihn getötet. Arme Sau. Okay, offenbar ist hier gerade ungeheuer G8-Gipfel. Ich habe irgendwas verpasst. Vielleicht wollen sie gerade die Rechte untereinander ausmachen. Dass die Ertrunkenen auch mal ein paar Rechte mehr bekommen gegenüber den großen Ungeheuern, weiß ich ja nicht. Aber es wird auf jeden Fall jetzt Zeit für ein bisschen Waldkauz. Und für ein bisschen Schwalbe. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe mittlerweile 15.500 Orens angesammelt. Ich weiß nicht, wo ich damit hin will. Ach, das ist die Musik aus Kaer Morhen. Wisst ihr noch? Prolog. Ach, da war in Erinnerung wach. Wo geht's denn jetzt hier runter? Wo bin ich hier überhaupt? Okay, dann gehen wir erstmal hier runter. Ja, toll, einfach nur rumbrüllen kann ich auch. Aber wobei, die Zimetown-Kiefer könnte ich schon brauchen. Ach, hier ist nichts. Darf ich mal fragen, wo ihr alle hergekommen seid? Ich muss sagen, ein bisschen Angst habe ich jetzt schon. Ein Beinhaus. Oha. Also ich habe keine Angst vor den Ungeheuern. Die sind mittlerweile keine Gefahr mehr. Aber diese Salamandra-Krieger... Wow. Schön gemacht. Bin ich vergiftet, wenn ich jetzt da reingehe? Nö, hier ist auch nichts. Tja, dann gehe ich wieder.
Nein, sie haben mich noch nicht bemerkt. Ach doch, jetzt mal. Und gleich der nächste. Immer der Reihe nach, Leute. Immer der Reihe nach. Der letzte Met Tower scheint irgendwas hinter der Tür zu suchen. Ach, der erwartet schon die Meuchler-Mutanten und Meuchler-Krieger. Ja genau, Geralt. Komm, mach's wie James Bond. Schleich dich von hinten an. Und dann Igni. Ach, wir haben die Krieger durch die Türen durchgetroffen. Ja, cool. Und... Ja, du willst es nochmal wissen, bitte. Aber ich denke schon, dass wir da... Ah, das sind diese gefährlichen. Ich denke schon, dass wir da das Stahlschwert brauchen. Ja, doch. Die sind gefährlich. Na, was hast du denn für uns? Ja, und wisst ihr was? Das Schöne ist, wir haben bei Rabes Rüstung jetzt noch ein Slot frei für ein Kurzwaffenfach. Und genau deswegen wird der jetzt hier hinwandern. Ach so. Ich kann euch auch erklären, warum die Ertrunkenen uns jetzt nicht mehr angegriffen haben. Ich habe vergessen, diese Talismane hier reinzupacken. Und von daher... Ja. Abgeschlossen. Gut, dann halt nicht. Na, es ist dunkel. Zu dunkel. Ja, Junge, ich habe auch eine schnelle Schlagsequenz drauf. Musst du gar nicht so angeben. Aber dass man den nicht looten kann, ist schade. Och, nö. Oh, falsches Schwert. Das ist jetzt leider doch sehr nervig, dass man ständig zwischen Silber- und Stahlschwert wechseln muss. Ja, aber die sind keine Gefahr mehr. Wo geht es denn da noch hin? Ach so, nee, dann will ich nochmal kurz in die andere Richtung. Aber die Kämpfe mit denen machen Spaß, muss man sagen. Weil sowohl wir als auch die Mutanten hauen in einer Sequenzabfolge rein. Die ist einfach nur noch von einem anderen Stern. Ach, geht's ja doch weiter. Ich bin jetzt ehrlich gesagt verwirrt, wo es weitergeht. Ah, okay, nee, dann... Ja, okay, dann ist Sackgasse, dann lasse ich doch noch einmal den anderen Weg bis zum Ende. Ja, das kostet auch Zeit. Das schaffen wir jetzt auch nicht mehr ganz, das Labor. Das müssen wir auf die nächste Folge verschieben. Aber seid nicht traurig, meine Freunde. Wir werden da schon noch früh genug aufräumen. What?
Interessant, ist das ein Spinnennetz da in der Ecke? Vielleicht hat Aragog sich ja hierhin geflüchtet. Ach, eine Feuerstelle. Und ein kleines Erdloch. Hat bestimmt einen Riesenmaulwurf gegraben. Toll, jetzt bin ich hier für nichts hingelatscht. Wobei ja, es gibt noch ein paar geografische Highlights hier. Eine wunderbar schöne Giftbrücke. Toll. Das hat sich gelohnt. Ach ja, und hier ein Tonkrug mit Kerzen ohne weitere Bedeutung. Aber mächtige Spinnenweben hat's hier. Hier wurde schon länger nicht mehr aufgeräumt. Wurde Zeit, dass wir hier mal herkommen. Boah, da ruckelt Geralt sich über die Stufen mit Hängen und Würgen. So. Und jetzt machen wir nochmal eine Unterbrechung. Leider. Und beim nächsten Mal werden wir diese Gitterstäbe öffnen und dann irgendwo hingehen. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal.